Und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Merry Christmas Folge für dieses Jahr und auch dem letzten Video auf meinem Kanal für dieses Jahr. Aber 2015 rückt ja immer schneller näher, deswegen wird es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder weitergehen damit. Das Video hier hat mehrere Zwecke und zwar möchte ich einfach mal meinen Plan, alles was ich auf dem YouTube-Kanal hier verwirklichen will, euch erzählen und das kommt auch später in der Liste in die Kanalinformationen. Fangen wir an. Das hier ist jetzt mein zweiter Kanal. Ich habe angefangen mit Let's Plays mit einem Kumpel zusammen, aber da haben wir jetzt nicht so viel Resonanz zugekriegt, nicht so viele Rückmeldungen, wie wir uns erhofft haben. Und da haben wir gesagt, der Aufwand, die Zeit, immer Videos zu machen und zu uploaden, ist sehr, sehr hoch. Und das fahren wir einfach zurück. Habe ich mir gedacht, ich will das nicht ganz sein lassen und fange mit neuen Videos an. Und zwar Commentaries. Gestartet habe ich dann direkt mit einem Special mit der Merry Christmas Folge. Das ist jetzt auch die letzte, die ihr seht. 6 Folgen sind es insgesamt geworden, wo ich sehr überrascht war. Das haben sich viele Leute angeguckt und viele positiv bewertet. Fand ich sehr gut. Ich habe mir auch immer versucht, Themen auszudenken, die vielleicht in die Zeit so ein bisschen passen. Dann hatte ich bei vielen anderen YouTubern auch Videos gesehen über Mystery-Sachen und bin dann auf die Idee gekommen, machen wir ein Rätsel, wo die Zuschauer mitraten können. Und so bin ich auf In Any Case gekommen und habe das Format umgesetzt, habe das Intro dazu gebastelt und ja, das ist für mich durch die Decke gegangen. Ich habe viele Abonnenten dadurch bekommen, habe jetzt schon 52, an die möchte ich mich auf jeden Fall aufwenden und bedanken für die treue Unterstützung für alle Zuschauer und auf jeden Fall weiter so. Der Weg nach oben ist schon mal gepflastert auf jeden Fall für mich. Es werden noch andere Formate kommen. Ihr habt ja auch einen Test von mir gesehen, das werde ich auch weiterhin durchführen, wenn auch nicht regelmäßig. Ich werde einfach Sachen testen für euch, die ich mir so kaufe, die ich mir angeschafft habe, euch einfach meine Meinung dazu sagen. Des Weiteren wird eine Freitagsabendshow eintreten, die wird so 20 bis 30 Minuten lang gehen, wo ihr dann im Hintergrund Gameplay von was auch immer für welchen Spielen seht. Und dazu gibt es dann ein Hauptthema, was wir uns ausdenken, das werde ich dann mit ein paar Freunden besprechen. Wird bestimmt ganz witzig und soll nicht allzu ernst genommen werden. Und der Upload-Rhythmus hat sich natürlich auch etwas verändert. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, dass ich 2 verschiedene Wochen mache. Eine Woche wird die Gaming- und Commentary-Woche sein. Das heißt, 3 Videos erwarten euch, 2 normale Commentaries von ungefähr 5 Minuten. Und freitagsabends dann immer die Chris Night, die Talk-Sendung, sage ich mal so, zum Einklingen ins Wochenende. Und die darauffolgende Woche wird dann geprägt durch die Krimiserie In Any Case. Da werden euch 3 Folgen gebracht mit der schlussendlichen Lösung. Und da könnt ihr halt in der Woche raten. So immer abwechselnd, immer eine Woche Gaming, eine Woche Krimi und Rätsel. Und ich hoffe, euch gefällt das so. Ist auch nicht so anstrengend für mich, weil ich mir schon sehr viel Mühe gebe bei einzelnen Videos. Und mich da gerne mal in Ruhe hinsetze und auch gute Videos bastel, nicht so viel auf einmal reinhau. Ich hoffe, euch gefällt das so. Ich hoffe, euch haben meine letzten Videos alle so gefallen. Vielleicht werde ich auch mal mit Facecam experimentieren. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Aber ihr werdet auf jeden Fall von mir hören. In diesem Sinne, schöne Weihnachten, schöne Bescherung, schönes neues Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Erster Freitag, denke ich mal, im neuen Jahr. Da kommt auf jeden Fall schon ein Video von mir. Und in diesem Sinne, ciao.